Der hat's überlebt. You can't be here, sir. Der Hund hat's überlebt. Don't move. Do not even flinch. Okay. I'm telling you for the last time. Give it up or you'll... That's it. Hallo Leute, heute will ich klären, kann man Hitman 3 nur mit Wurfwaffen durchspielen? Die Regel der Challenge erklärt sich von selbst. Ich darf alles machen, doch wenn ich jemand angreife, darf ich das ausschließlich mit Werfen von Dingen machen. Also, let's fuck. Welcome to Dubai 47. Today is the inauguration of the scepter and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Okay, dann legen wir los. Also, in der ersten Mission landen wir in Dubai am Burj Khalif und müssen Carl Ingram und Marcus, den Künstler, auseinanderficken. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus hier draußen, aber jetzt muss ich mal rein und ein paar Leute umbringen. Carl ist ganz oben in sein Penthouse und Marcus bei seinen schwulen Kunstsammlungen. Zuerst mache ich einen kleinen Zaubertrick und lande im Anzug vom Boss. Easy. Und dann muss ich mir irgendwo Zutritt in unbefugtes Gebiet verschaffen, eine Wurfwaffe besorgen, weil Bananen anscheinend nicht funktionieren. Und mir dann noch ein Gangster-Outfit holen, mit dem mich jeder als Ficker ansieht. Kleider machen eben Menschen. Okay, Schritt Nummer 1 erledigt. Wow, fuck. Fail Number 1. Tür geht zu. Geht zu, Tür. Rein mit dir. Jetzt suche ich mir chillig einen Weg ins Penthouse. Yo, Brate. Suche den guten alten und gönn mir ein Plätzchen, von dem ich unbemerkt ficken kann. Ingram finally gets what he deserves. Lass mich weg. Kurz noch den Helipiloten ficken, weil ich's kann. Dann die Mordwaffe zurückholen und dabei einen Säbel finden. Und schon zu Marcus der Fotze, ihn in aller Öffentlichkeit mit dem Säbel erschießen und einfach gehen, als wäre nichts gewesen. Und das noch mit dem Hauptaufzug. Nur einen Zivilisten getötet, Mann. Gute Arbeit, Spast. Also, jetzt wo wir die ersten zwei Spasten der Providence-Sekte gefickt haben, geht's weiter zur Buffmutter der Gruppe, zu Alexa Carlisle. Die Fotze lebt in einem fetten Anwesen und hat gerade einen Detective angeheuert, da heute Morgen von der Familie jemand umgebracht wurde. Und natürlich bekommt sie den Profi als Detective. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Der gute alte Münzentrick. Okay, ich glaub, hier kann ich ihn killen. Die Münze. Nachdem ich ein bisschen in der Debos gefilzt wurde und es egal war, dass ich eine fette Heckenschere hab, ging ich rein und schleichte mich übelst peinlich bei Alexa vorbei und fickte sie dann von hinten, ohne dass jemand merkte, dass ich's war. What the fuck? Dann noch kurz das Anwesen angeschaut, eine Fallakte, die wir noch brauchen, aus einem merkwürdigen Safe geholt. Shit.
Schon geschafft? Mission complete. Well done, 47. Meinen Real-Anzug angezogen und schon wieder weitergegangen. Easy vorbei. Oh. Jedoch werden wir verraten. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Gray stirbt, ohne dass ich ihm helfen kann. Don't. Tell the Constant to start running! Und außerdem erzählt der Hund Diana, dass ich ihre Familie getötet habe. 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. In Berlin will ich zu einer Hackerin, aber da mich das ICA verfolgt, setze ich noch ein Zeichen und töte die 5 Agenten, die mich jagen. Aber das ist gar nicht so einfach, denn ich muss mir tödliche Wurfwaffen suchen. Die Wichser entlarven, weglocken und dann niederstrecken. Why aren't you listening to me? Agent. By the way, die Map ist echt ultra geil mit Untergrundclub, Bikerbanden und so shit. Also die feiere ich echt, aber eben nach den 5 Kills war's das hier eigentlich schon. Jetzt, wo ich mich ein bisschen abreagieren konnte, treffe ich die Hackerin und plane mit ihr einen Whistleblower 69er Move der 31er Serie und will alle ICA-Daten von ihrer Zentrale in China aus veröffentlichen. Doch dazu muss ich dort Hush und Royce töten, also die Server-Admins von dort. Und glaubt mir eins, da habe ich Übung. In China snacke ich zuerst mal ein paar Hunde, Katzen und Fledermäuse und überlege mir einen Weg in die ICA-Datenbank. Und wie kommt man am besten in eine Hightech-ID-Zentrale? Genau, wenn man wie ein Penner aussieht. Gaben. Bitte ist dort unten nichts. Als Banner folge ich ganz unauffällig einer Frau rein in die Base und schleiche mich drin von A nach B nah. Dann verkleide ich mich im Scheißhaus als so eine Art Koch. Und gehe durch die Sicherheitsschleuse. Drin ziehe ich mir dann entspannt einen Anzug an, mache wieder Depose-Action mit Messer und kille Royce dann recht basic mit Messer und Flucht durch die Lüfte. Good, that's Imogen Royce down. Take care of Hush and we can get to the core. Hush befindet sich inzwischen Zeit in einem Banner-Revier, der ist also nicht der Rede wert. That's him. Hush the bastard. Wow. He looks a lot older. Both targets down. Good. Nachdem beide tot sind, gehe ich ganz tief ins Arschloch der Base und lösche auf Chill die ganzen Daten. Easy. Naja, die Flucht war nicht ganz so easy. Aber
irgendwie doch. Bester Shot im Game. Really? Noch kurz raus da und adios, ihr Reisfresser. In der nächsten Mission geht man mit Diana auf eine Weinparty und vermutet schon, dass sie vielleicht gesnitcht hat, vertraut ihr aber trotzdem. Hier fasse ich mich kurz. Take this, Influencer, bitch! Also, ich bin als Kellner in die Villa von meinem vorletzten Ziel, hab ihn und seine Schlampe mit einer Axt gefickt, no homo, und dann seine Frau absolut obvious vom Busch aus niedergekorkt. Und naja, meine Flucht war ein Tanz. It's done. Now what? Jetzt fehlt uns nur noch der Anführer der Bösen, der Hund. Und apropos Snitches, Diana verrät uns. Wer hätt's gedacht? What have you done? Eat the brand's neurotoxin, transfers by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. It was the only way. To get this close. My family. Na und? Sie ist doch eh eine Hurentochter. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Province used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Und ach ja, Double Twist im Double Twist, sie verrät uns nicht wirklich, weil sie ein Mastermind ist oder so. Wir finden uns in einer Traumwelt wieder und sprengen nochmal Dianas Familie, ich schätze, weil wir es können. Und wachen dann in einem Labor mit schrecklichen Analschmerzen auf. Nicht gut. Der Doktor, sein Name ist Milos, war ein harter Brocken, da ich nichts zum Werfen hatte. Aber mit Schrank und Waschbecken war er gefickt. In den nächsten Räumen eine Tür geöffnet und Triple Twist, wir sind auf einem Zug. Von jetzt an beginnt eine unglaubliche Reise an die Front des Zugs. Die Reise ist echt hart, da man kaum Gegenstände zum Werfen findet und alle nach einem Wurf kaputt gehen. Doch der Master Sneaker geht dem durch wie ein Gott. Die Leute mit einem Punkt über der Fresse dürfen mich nicht sehen, die Leute ohne Punkt über der Fresse dürfen mich sehen. Leider in dieser letzten Szene habe ich es nicht ohne Granaten geschafft, ich fand keinen Weg vorbei bei denen. Und jetzt ist alles geschafft und das Ende ist vor uns. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. Oh, ich wollte ihm die Spritze geben. Nicht, dass er jetzt das Serum selbst nimmt. Und jetzt ist es vollbracht. Der Hund wird eingeschläfert und sterilisiert gleichzeitig und es ist vorbei. This is what it means to lose everything. You're
making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. GG, Leute. GG. Agent 47, Wurfmesser, Hitman, Ancient Story, Lauf besser, this man is a Batman. Dark Knight, Bruce Wayne, Big Brain. Kille mit nem Messer, mit nem Gabel, mit nem Schraubenzieher, schieße mit nem Muffin, mit ner Schaufel, dicke Frau, nieder ob in Dubai, England, Germany, China, Providence, ICA, Burnwood, Diana. Ich bin Hitman, ein eiskalter Member.